Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Stone Attack, meine lieben Freunde. Ich befinde mich hier in meiner Basis, alles ist wieder wunderschön gewachsen und das allererste, was wir jetzt direkt zu Beginn der Folge machen werden, ist einmal die wunderbaren Kühe füttern gehen. Denn ich will ja quasi Food Time eröffnen, wo es unendlich viel Essen für alle umsonst gibt. Und dafür brauche ich auf jeden Fall eine riesengroße Kuhzucht. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir da definitiv noch ein bisschen aufstocken. Und für euch einmal als kleiner Hinweis, für die Leute, die Stone Attack extrem feiern und gerne mehr davon sehen wollen würden. Für euch gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder gerne, wenn ihr wollt, zu den Livestreams einschalten. twitch.tv/gtimetv oder, Link ist in der Videobeschreibung, mein Zweitkanal Variety Time. Da findet ihr nämlich die ganzen Livestreams auf halbe Stunden Parts geschnitten von zum Beispiel Stone Attack. Es gibt aber auch die von Ark, die sogar noch immer am Laufen sind, von The Island und die auch noch ein bisschen laufen werden. Und alles andere, da kommt jetzt auch demnächst Bloons und so. Ich gucke, dass ich auf dem Variety Time Kanal so ein bisschen alles Mögliche hochlade und mich hier auf dem Kanal wirklich so auf so Sachen wie Ark oder Minecraft fokussiere mit schön geschnittenen Videos und allem drum und dran. Weil es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ey, wäre geil, wenn du einen längeren Part hochladen könntest. Das gibt's alles dann, wie gesagt, auf Variety Time, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, einfach mal den Link in der Videobeschreibung zum Zweitkanal auschecken. Könnt gerne ein Abo dalassen, wenn er euch gefällt. Und vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die den Kanal jetzt schon unterstützen. Der ist jetzt kurz vor den 10.000 Abonnenten mittlerweile. Vielen, vielen Dank. So, und wir tun jetzt erstmal hier ein bisschen Holz hacken, damit dann hier gleich wieder neue Bäume nachwachsen können. Und dann werden wir gucken, dass wir die Dirt-Produktion nochmal so ein bisschen ankurbeln. Weil ich muss ja noch Melonen und Kürbisse da hinten anpflanzen. Und den Zuckerrohr müssen wir auch noch anpflanzen. Also es gibt noch auf jeden Fall genug zu tun hier bei mir im Bunker. Aber ich bin schon sehr zufrieden. Der ist sehr, sehr gut ausgebaut mittlerweile. So, wir müssen mal ganz kurz schauen. Habe ich eigentlich noch hier von diesem Stein? Nee, ne? Sieht wohl im Moment nicht danach aus. Wir haben aber hier auch noch Kohle. Die können wir schon mal reinpacken. Smoothstone. Okay, ja, das haben wir alles. So, das packe ich mal so lange hier hin. So, dann nehmen wir den ganzen Cobblestone mal mit. Je nachdem werden wir da gleich auch noch genug von kriegen. Müssen wir mal schauen. So. Bibo, moin. Alles gut bei dir, mein Lieber. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's, wie steht's? Das sieht doch extrem gut aus hier. Moin, Dr. Klokopf. So, ja genau, hier habe ich schon ausgebaut. Das heißt, hier mache ich jetzt direkt weiter. Moin, Blue Snow, alles fit? Ja, und selbst? So. Erstmal hier vorübergehend eine Fackel hingehangen, damit hier jetzt nicht irgendwie Monster nachher spawnen. Wie funktioniert das denn mit Bienennester? Da muss man, glaube ich, Birkenbäume pflanzen, ne? Und da besteht, glaube ich, eine Chance, dass ein Bienennest dran sein kann. War das nicht irgendwie so? Thank you.
Eiche. Oh, die scheinen aber relativ selten zu sein, die Eichen. Also die Nester da dran. Weil ich so viele Eichenbäume gepflanzt habe. Nein, ein Baum mit einer Blume daneben. Ach, da muss eine Blume daneben sein. Okay. Moin, Hupi. So, sehr schön. Das haben wir schon mal. Dann machen wir das so, ja. Zack. Sehr gut. So, dann hole ich jetzt mal Zuckerrohr. Ja, das haben wir. Hier haben wir auch noch. Sehr gut. Moin an alle, die gerade einschalten. Schön, dass ihr da seid. Und denkt dran, Leute, nächste Woche ist schon soweit, ne? Nächste Woche Freitag bis Sonntag Founder-Test. Für alle Leute, die ein Founder-Pack besitzen, die können nächste Woche auf dem Legend-Netzwerk testen und spielen. Ja, jetzt müssen wir noch Dirt produzieren. Kannst du gleich nochmal zeigen, was gespielt werden kann beim Test des Servers? Naja, die Modis, die es zum Release geben wird. Bed Wars, Sky Wars, Sky Zone, Hide and Seek, Get Down und Cactus Clicker wird von am Sonntag von 10 bis 18 Uhr testbar sein für 8 Stunden.
Yannick, Dankeschön für 23 Monate. Moin, moin, Liebe geht raus. Oh, Level 30 habe ich. Shadow Snow, moin. Was wird gerade gemacht? Jetzt gerade bin ich ein bisschen Dirt am Produzieren. Damit ich meine Felder und so endlich bauen kann. Oder ausbauen und alles drum und dran. Mein Ziel ist heute, die Felder fertig zu bekommen. Und dann möchte ich ganz gerne gucken, dass ich den Bereich für die Schafe mache. Damit wir mit der Vermehrung meiner Villager anfangen können. Was mit dem Legend-Server war lang nicht mehr da, kannst du auf unserer Internetseite lesen. Playlegend.net. Wie heißt dein Zweitkanal? Variety Time. Ich glaube, den kriegst du aber auch den Link, wenn du Ausrufezeichen YT eingibst. Tobinator, moin. Alles gut? Das ist ein Minecraft-Feature mit der Erde, ja. Moin Riox, alles gut? Ja, alles bestens. Alles bestens. So.
Okay, ich habe hier noch 64, aber jetzt haben wir schon mal die beiden Dinger fertig. Was wichtig ist. Ah, warte, nee, ich muss das so machen. Aber ich muss auch noch eine Sache eben schnell erledigen hier. Guten Morgen, mal eine Frage, wann immer Ark kommt. Dann, wenn ich dazu Lust und Zeit habe und Videos auch vor allen Dingen brauche, PP Godrib. Aber im Moment brauche ich Stone Attack Videos und deswegen bringe ich jetzt gerade Stone Attack, weil ich da noch nicht so viel vorproduziert habe. Bei Ark haben wir noch 9 Videos vorproduziert und deswegen ist das nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal irgendwie ein paar Tage nicht spiele. Dann holen die Videos auch mal wieder ein bisschen auf. So. Also Ark wird weiterkommen, ne? Keine Sorge, das wird auf jeden Fall weitergehen. Ich meine, wenn man sich mal anguckt auf YouTube, ne? Ark läuft ja besser als Minecraft. Also ich spiele Stone Attack in erster Linie wirklich nur, weil ich das Projekt feier. Klicktechnisch bringt mir das jetzt nicht so viel wie eine Ark-Folge. Also ich glaube, ich hätte mehr teilweise davon, wenn ich mich mehr auf Ark fokussieren würde als auf Minecraft. Frucht, moin, alles gut? Murph, moin. Julian, hi. Burger, moin, alles gut? Minecraft ist eher jetzt in Spanien, Frankreich, Japan, USA angesagt. In Deutschland ist Minecraft schon gesättigt, so sehe ich das. Ja, da hast du aber gar keine Ahnung, weil in den anderen Ländern ist das Spiel angesagt, weil dort sehr viele Content-Creator sind, die auch sehr viel kreativen Content bringen. Und das ist hier in Deutschland halt nicht der Fall. Hier in Deutschland kommt immer nur derselbe Müll. Hier lässt sich keiner irgendwas Kreatives einfallen. Stone Attack ist jetzt mal nach längerer Zeit ein Projekt, was komplett vom Ding her mal was Neues ist, so. So. Okay, dann haben wir das Kartoffelfeld dort fertig. Dann machen wir da Karotten.
Oh, ich habe auch noch einiges an Holz, ne? Max, moin, alles gut? Das ist ein guter Progress, den wir hier machen, Leute. Keine Ahnung, Same Bro, kann ich nicht sagen. Ist auf jeden Fall mal was Neueres mit den Händlern und Freischalten und allem. Perfekt. Jetzt machen wir hier raus erstmal noch direkt mehr Dirt. Oh, ich habe jetzt mittlerweile zu wenig Cobblestone. Da müssen wir auf jeden Fall Nachschub holen noch. So.
So, da werden wir safe noch mehr von brauchen, deswegen hau ich das da schon mal rein. So. Das sind immer vier, ne, die wir da freilassen. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Machen wir so. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Lassen wir da einen Fünfer frei. Passt. Hier, 1, 2, 3, 4. 4, perfekt, haben wir auch. So. Ja, dann kann ich da das Wasser reinmachen gleich. Ah, habe ich noch eine Hacke, sehr gut. So. Perfekt. Oh, Wasser. Da müssen wir jetzt auch noch schnell machen hier. Ich komme aber sehr gut voran, Leute. Wir sind jetzt gerade mal gleich eine Dreiviertelstunde am Start und ich habe hier den Bereich schon gleich fertig gebaut. Die Kartoffelfelder sind auch schon durch.